Moin Moin, jetzt gibt es noch mal eine maritime Tannenbaum-Variante und zwar diesen. Wer die Sommerliebe in sich trägt, so wie ich, der kann mich nur zu gut verstehen. In 230 Tagen gefühlt ist wieder irgendwie Sommer, aber bis dahin ist noch eine lange Zeit und vorab haben wir natürlich Weihnachten. Und das ist auch gut so, denn wir können ja unsere Leidenschaft in den Baum hinein dekorieren. Und zwar alle gesammelten Werke an Muscheln, die ihr habt, jetzt mal so ganz leise genommen, einfach mit Heißkleber hier in die Verästelung der Blaufichte reinkleben. Dann, wenn ihr findet, Tannenbaumschmuck, wo so Tampen und Taue drin sind. Das hat natürlich nochmal verstärkt den Charakter diesen Maritim. Die ganze Blaufichte ist eindekoriert, wie die Tanne in einem weißen Lackgefäß mit Ballen, sodass man sie im Anschluss auch gerne wieder zurückpflanzen kann in den Garten. Besonders schön fand ich auch diese süßen Typen hier mit Anker. Einen messigen Look habe ich im Sommer entdeckt in St. Peter-Ording im Studio am Meer. Das weckt natürlich nochmal Erinnerungen. Und wer vielleicht über Weihnachten in den Urlaub fährt, der hat natürlich so wahnsinns Vorfreude schon Wochen vorher. Und zwar im Baum eingekühlt. Das finde ich ganz toll. Da kann man sagen, ich bin zwar Weihnachten nicht zu Hause, aber ich mache es mir jetzt schon nett und gemütlich und freue mich. Und er hält über den Urlaub und danach, wie gesagt, zurück in den Garten. Alles ist gut. Und für alle, die verreisen, wünsche ich einen tollen Trip. Und für alle, die zu Hause bleiben, gibt es weitere Tannenbaum-Varianten. Ciao! Und gerade noch entdeckt habe ich hier diesen Schokoladenfisch von Mutterland aus Hamburg in Silberfolie eingekleidet. Und der taucht natürlich auch gleich noch ein in meine Tannenbaum-Inszenierung, die Maritime. Blub, blub.